Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt. Es riecht nach Duftbaum und Parfüm. Ein Mann stört neben mir, sorgenvoll auf seine Autos, während Rapper in Entourage an uns vorüberziehen. Ich setz alles auf eine Karte, sag dir zu mir leise, drei AMGs geleast, nur für diesen Kram. Und dann fragt er mich noch leise, wie ich heiße. Ein Rapper tropft sich Öl auf einen muskulösen Arm. DJ Abrissbirne würde ich mich nennen. Wenn ich was könnte, sage ich, und er schaut mich fragend an. Ich hol hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab. Norweger nennen mich Lars und mein Vater nennt mich Jan. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen, bin immer noch benommen, aber jeder muss was tun, um über die Runden zu kommen. Regisseur schreit, wir sollen die Fresse halten. Er wirkt aufgeschmissen und auf Kokain. Wir sind dem Zeitplan hinterher, die Trainingshosen werfen Falten. Jetzt kommen noch die Motorräder, die schwarze Kreise ziehen. Jetzt singt der Rapper, dass sich alle gegen ihn verschwören, dass die Bitches niemals an ihn glauben und ihn fast zerstören, seine Feinde das bezahlen werden. Und das wird teuer, hört sich in meinen Ohren irgendwie an nach Paranoia. Aber ich bin auch nur der Typ, den sie hier nicht kennen. Und wenn sie wüssten, wer ich bin, würden sie mich DJ Abrissbirne nennen. Ich hol hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab, um im vorgewärmten Auto zu ruhen. Um über die Runde zu kommen, muss jeder etwas tun. Auf High-Hüt aus gewässertem Asphalt, einer auf allen Vieren mit Halsband und Leine wie ein Hund. Jetzt rappt wieder jemand über Ehre, Familie und Respekt. Der Asphalt ist kalt, bitte bleiben Sie gesund. Eine Frau, die mich an jemanden erinnert, trägt Bikini und ist mit einer Sturmhaube maskiert. Sie hält eine goldene Theater AK-47 und ein billiges Ninja-Schwert. Sie ist die Frau, die ich nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fahre. Und sie fragt mich müde, warum hast du keine Tattoos? Die umgedrehte Kamera des Handys als Schminkspiegel. Warum bist du nicht tätowiert? Ich sag, ich bin so hart geworden in all der Zeit. In meinem Herzen ist seit Jahren nichts mehr passiert. Die Farbe ist einfach an meiner Haut abgeplatzt. Deswegen bin ich nicht tätowiert. Und sie sagt, es ist gut, wie du schweigst. Es ist gut, wie du fährst. Du siehst aus, als ob du lieber alleine wärst. Ich hab die Antwort vergessen, weil mich selten jemand fragt. Aber ich fahr uns jetzt nochmal eine Runde um die Stadt. Das ist das, was wir tun, müde und benommen. Das ist das, was wir tun, um über die Runde zu kommen. Thank you.